Hallo miteinander zu einem neuen Part Trackmania Turbo. Ja, Part Nummer 89 ist es nicht, wie letztes Mal gesagt, Strecke Nummer 89 ist es und sie geht praktisch eine Minute und das heisst, wir werden vielleicht den ganzen Part noch mit dieser Strecke dran sein. Es geht auf jeden Fall schon mal ziemlich übel los da. Offroad. Wenn ich weiß, wo es lang geht. Ja, das Schild wird auch noch gewarnt, dass es Offroad ist. Bin ich mir das nicht entgangen, dass es Offroad ist? Ich hätte das Schild sparen können. Wow. Also jetzt bin ich so schön dazwischen durchgekommen und dann räume ich nachher Säulen ab. Offroad hat man so keine Kontrollen über das Fahrzeug. Dann kommt so etwas. Das kann nicht denen ihren Ernst sein. Hey, nachher im Namen Driftabschnitt etwas, wo man zentrieren muss. Ja. Und doch, sie bauen sie ein. Sie fühlen sich witzig genug, das zu bauen. Ich habe keine Chance, dort drauf zu gehen, sonst verliere ich halt Tempo. Es ist wieder. Also. Nein, ich glaube, ich überlege mir jetzt irgendein anderes Projekt, das ich auf dem Kanal bringen kann und das da wirklich einstampfen. Weil das kann es einfach nicht sein. Kann es einfach nicht sein. Ja, ja. Ich glaube, das Idealste wäre, schon wenn man nicht mittig durchfährt, dann kann man sich schon früher einfach zentrieren. Das ist viel schwerer, aber. Ich nehme Säulen mit, die ich vorher noch gar noch nie gesehen habe. Weißt? Er kennt wieder eine Abkürzung. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Rest von der Strecke an. Nein, ich komme nicht einmal mit langsam fahren da drauf! Das gibt's nicht! Ich kriege das mit dieser Rampe nicht her. Ich denke, es wird noch 100 Versuche brauchen, bis ich einmal per Zufall drauf komme. Ich bin nicht einmal noch dran. Ich bin nicht einmal noch dran. Ich fahre an alles andere nahezu perfekt. Aber an die Rampe, ich bin nicht einmal noch dran. Ich bin nicht einmal knapp auf der Brücke.
Jetzt bin ich auf der Brücke. Ihr Arschlöcher! Echt! Das gibt's doch gar nicht! Baut ihr so einen Try-and-Error-Scheiß nach so einem schweren Abschnitt ein? Ist das euer Ernst? Ihr könnt heulen! Ihr könnt echt heulen! Fahre ich so perfekt, habe eine Sekunde Vorsprung und dann baut die so einen verfickten Scheiße. Etwas, was man nicht wissen kann. Der Boden ist zu unruhig. Der Boden ist das Problem. Man kann den Boden nicht unter Kontrolle haben. Und man muss effektiv gerade auf die Rampe kommen. Und das ist Glück. Da gibt es keine Kontrolle, da gibt es kein Können. Das ist nur Glück. Ja, wir machen so 7 Minuten lang da die Strecke. Und wenn ich es bis dahin geschafft habe, bye bye, let's play. Ist das da unsere Abschiedstour? Wir fahren dann noch ein, zwei Part online oder so. Sie bauen noch einen zweiten ein. Das eine lange nicht. Nein, sie bauen noch einen zweiten, so eine verfickte Party. Unglaublich, ey. Schade. Viel gefehlt hätte ich nicht.
probiere es zwischendurch zu fahren. Ich probiere es jetzt einmal. Nein, nicht da. Das wird ja offensichtlich meine Abschiedsvorstellung da. Oder auch nicht! Wir haben Gold geholt. Okay, wir probieren eine Strecke 90. Aber ich glaube kaum, dass das in dem Part auch noch was wird mit der Strecke. Ja, 3 Minuten 33. Ich habe auch Angst. Ist der noch Highspeed oder wer? Ja! Mhm. Ah, das denn doch nicht! Ist das die Strecke, die ich je nachdem beim Commander Krieger schon mal gesehen habe? Das mit dem Berg dort ist mir jetzt extrem bekannt vorgekommen. Aha. Jetzt wenig Speed. Ich glaube, das ist die. Aber das ist auch extrem schwierig, da gerade zu Weiß über die echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Entschuldigung, wenn ich da fast nicht kommentieren, aber. Ab und zu habt ihr Karren, ab und zu habt ihr nicht.
erste Mal, dass der Loop funktioniert hat. So schlimm wie gedacht. Ich habe den Sprung hier, der dreimal sitzen muss. Das ist das Hauptproblem von dieser ganzen Sache. Weil das hier ist nicht unbedingt schwer. Ich könnte auch hier Fehler machen. Aber ich sage mal so, da ist ein Fehler. Mann! Machen wir den Part ein bisschen länger. Das klappt nämlich. Das kann ich. Darf ich einfach nicht kehren? Ich will jetzt viel Zeit nicht zu kehren. Da muss ich einfach sauber zwischendurch kommen. Seht ihr mal, wie sauber ich jetzt da zwischendurch gekommen bin? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh, schau mal, wie schön. Ha, ist das in die Herzen erlebst. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss miteinander.